Hallo, hier bin ich mal wieder mit einem neuen Video und zwar mit dem letzten Video von Gangster beim Voltigieren. Ich denke, es ist mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass sowohl auf Instagram als auch auf YouTube ja schon mehrmals zum Thema wurde, dass ich Gangster verkaufe, vielmehr, dass er schon so gut wie verkauft ist. Und natürlich ist er damit auch aus dem Volti-Training raus, denn die neuen Besitzer oder die neue Besitzerin möchte das Pferd natürlich reiten und arbeiten und nicht dem Verein zum Voltigieren zur Verfügung stellen. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn wir haben ein neues Volti-Pferd, was ich euch im nächsten Voltigier-Video vorstellen werde. Also ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Natürlich möchte ich euch aber trotzdem die letzten Aufnahmen mit Gangster nicht vorenthalten. Zudem haben wir nämlich Besuch bekommen. Eine gute Freundin von mir, Franzi, die selber schon sehr, sehr, sehr lange und sehr erfolgreich voltigiert, kam eben mich besuchen und natürlich habe ich die Gelegenheit sofort beim Schopf gepackt und habe gesagt, sie muss kommen und sie muss meine Kinder ein bisschen drillen, da sie einfach natürlich viel mehr von der Materie versteht als ich und ich einfach auch den Schwerpunkt mehr auf die Ausbildung des Pferdes und weniger auf die Ausbildung der Kinder gelegt habe. Von daher liegt der Schwerpunkt hier im Video jetzt eher dabei, den Kindern die richtige Technik beizubringen. Also sprich, wo müssen meine Füße sein, womit halte ich mich fest, wie muss ich meine Arme ausstrecken, wie ist mein Körper und so weiter und so fort. Ich denke, ein bisschen was von dem, was sie sagt, versteht man auch, aber durch die Hintergrundgeräusche und da wir jetzt kein externes Mikro irgendwie an ihr dran hatten, kann man leider nicht alles verstehen. Ich fand es aber super interessant, weil Voltigieren eben so viel mehr ist, als einfach nur irgendwie auf dem Pferd rumzuturnen. Genau ja, wie auch wie Reiten mehr ist, als einfach nur auf dem Pferd draufzusitzen. Und es einfach super krass interessant war, da einfach mal so ein bisschen reinschnappern zu dürfen. Und ich kann euch schon mal versprechen, dass ich selber dann auch noch aufs Pferd musste. Denn Franzi hat es natürlich einen Heidenspaß gemacht, mich auch endlich mal zu quälen, nachdem ich mich schon immer so gut drücken konnte. Genau, jetzt seht ihr hier aber erstmal Mella. Da ging es jetzt darum, wie schwinge ich mich richtig in solche Sachen wie Knien oder Fahne oder so, ohne dem Pferd da im Rücken weh zu tun, weil ich mich hochrumple. Aber davor auch, wie kriege ich meine Arme eben. Also wie nehme ich, strecke ich meine Arme aus? Da ist eben zum Beispiel ganz wichtig, dass natürlich in der Kür zum Beispiel das besonders schön aussehen soll. Also dass man das besonders schön macht, die Arme rauszunehmen, aber in einer Pflichtübung es nur darum geht, einfach so schnell wie möglich die Arme auszustrecken, man also immer den kürzesten Weg wählt. Dann haben sie im Galopp noch den Aufgang und den Abgang geübt. Leider Gottes war ich immer zu unfähig, den Aufgang zu filmen, weil ich irgendwie immer zu spät dran war. Weshalb ihr jetzt nur den Abgang seht und ignoriert mein Geplapper im Hintergrund. Ich musste meinem Freund erklären, wie man ein Pferd putzt und warum man es fährt. Putzt und was man dabei möglichst nicht machen soll. Ihr seht, ich bin absolut multitaskingfähig. Ich schätze, das war auch der Grund, warum ich vergessen habe, den Aufgang zu filmen. Aber sie haben das, glaube ich, dreimal sowas gemacht. Und da ging es eben immer darum, erstmal aufs Pferd im Galopp aufzuspringen, wieder abzuspringen und dann hier eben auch. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Achso, doch, das war der Abgang. Alles gut. Ich habe nämlich gerade alles mal angeguckt, damit ich weiß, was ich hier kommentiere. Und natürlich auch die Beine ein Stückchen hochzuziehen, da er da ja manchmal noch ein paar Probleme hat, aber das wird schon immer besser. Hier ging es auch vor allem darum, dass er dann weiter galoppiert beim Abgang. Ihr habt gesehen, das war gerade noch etwas schwierig. Und dann war es endlich Zeit für meinen großen Auftritt. Ich denke, jeder, der ein paar Videos von uns gesehen hat, weiß, dass ich nicht der eleganteste Mensch bin und wahrlich nicht geboren bin fürs Voltigieren, da ich einfach unsagbar unsportlich bin, was sowas angeht. Ich habe schon in der Schule Turnen einfach über alles gehasst. Aber natürlich konnte ich Franzi diese Bitte nicht ausschlagen. Ihr seht, das Gangster jetzt hier auch ohne Ausbinder läuft, denn das war sozusagen das Ende der Stunde. Wir haben gesagt, komm jetzt im Schritt nochmal drauf und ein bisschen rumturnen. Einfach, um es mal gemacht zu haben. An sich bin ich natürlich auch für so ein Voltigierding viel zu groß für dieses Pferd. Von einmal stirbt das Pferd nicht, das ist auch klar. Aber würde ich wirklich anfangen wollen zu voltigieren, bräuchte ich definitiv ein größeres Voltipferd. Genauso wie Mella übrigens. Also auch Mella ist zum Voltigieren auf sportlicher Ebene definitiv zu groß für Gangster. So, ich musste natürlich die ganzen wunderbaren Pflichtelemente durchmachen. Sprich, Arme ausbreiten. Man sollte meinen, es ist eigentlich ganz einfach. Ist es nicht. Und höher und weiter nach vorne und die Hände zusammen und die Hände so drehen. Ich dachte so, krass. Ich dachte, ich muss eigentlich einfach nur meine Arme ausstrecken. Naja, dann als nächstes musste ich Fahne machen. Auch das gar nicht so einfach, sich elegant da hoch zu manövrieren. Ich fand, den Fuß zu halten ging ja eigentlich noch, aber dann die Hand wegzunehmen war dann schon irgendwie nicht mehr so cool. Da war mein Gleichgewicht dann schon nicht mehr so da, wie es eigentlich da sein sollte. Seid ihr schon mal voltigiert? Also sei es auch nur so zum Gag, zum Spaß, wie ich da gerade, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Genau, jetzt kam dieses Liegestütz-Ding. Super, super sexy, voll die Körperspannung, würde ich sagen. Also, ne? War nicht so meins. Zumal man eigentlich aus dieser Liegestütze sich nach oben hochzieht und dann reingleiten lässt. Das sollte ich dann eben jetzt nochmal machen, weil das ja nicht so wirklich schön war, was ich da gerade fabriziert habe. Zudem sollte ich anders greifen, als ich es
bis dahin gemacht habe. Ich fand es ehrlich gesagt dann noch schwieriger. Also wie ihr seht, ich sollte in die Tiefe greifen. Also wir halten einfach fest, ich bin definitiv nicht der eleganteste Mensch auf dieser Welt, aber naja, ne? So, jetzt kam dieses Seitwärtssitzen, auch das war schwieriger als gedacht, muss ich sagen. Ich glaube, wenn sie von mir verlangt hätte zu stehen, dann wäre ich einfach wie so ein Stein runtergefallen. Hat sie Gott sei Dank nicht. Jetzt kommt, glaube ich, das Seitwärtssitzen in die andere Richtung, oder? Irgendwo da hat sie mich jetzt leicht angeblafft, denn ich bin ein Reiter, wie alle wissen. Und Reiter treiben ihre Pferde. Und Gangster wurde einfach immer langsamer im Schritt an der Longe, also habe ich instinktiv getrieben. Und wir versuchen ja, diesem Pferd beizubringen, dass er an der Longe jegliche Hilfen des Voltigierers nicht als Reithilfen natürlich verstehen soll. War also noch nicht so intelligent von mir, aber das ist halt einfach in mir drin. Ich meine, ich reite jetzt auch schon eine gewisse Zeit und wenn das Pferd immer langsamer wird, dann treibt man halt einfach automatisch. Genau, jetzt kam hier nochmal das Seitwärtssitzen. Ich finde, das sieht eigentlich doch gar nicht so schlecht aus. Ihr müsst jetzt mal hier meine Ehre retten. Schreibt mir bitte mal alle in die Kommentare, dass das gar nicht so schlecht aussieht, damit mein Ego wieder hergestellt ist. Jetzt kommt nämlich gleich die Horrorübung. Da sollte ich weiß nicht, sie hat mir erzählt, wie Schwungübung oder so heißt das, was irgendwann dann in eine Schere mündet. Und eigentlich schwingen die sich so richtig hoch hinten. Ich habe es noch nicht mal mehr geschafft, meine Beine hinter mir zusammen zu dingsen. Mit Schwung. Aber gut. Ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Ja? Das kommt, glaube ich, jetzt dann irgendwann, oder? Was mache ich da gerade Schönes? Ach nee, erst noch das Knie. Ich finde, das sieht sehr majestätisch aus. Ja, also das ist so... Halt mir aber fest, das ist sehr, sehr lustig. Beim Gangster hat sich immer so gedacht, was macht denn die Ulle da auf mir drauf? Es ist schon schlimm genug, dass sie mich sonst immer quält. Und jetzt turnt sie auch noch auf mir rum. Sehr, sehr lustig. So, jetzt kommt, glaube ich, gleich dieses Schwungdings da. Das war echt nicht so meine Stärke. Irgendwann lag ich wie so ein gestrandeter Pottwal auf dem Pferd drauf. Ja, das könnte man, glaube ich, sehr lustig screenshotten, verbreiten. Ja, ja. Die Aufgabe war eigentlich, meine Füße hinter mir am Pferde... Rücken, also über den Pferderücken, dass sie sich berühren mit Schwung. Das hat nicht so funktioniert. Ach, ja, bloß mit gestreckten Beinen natürlich. Also nicht so hier, so genau. Dann sollte ich mich wie so ein Pottwal aufs Pferd drauflegen. Sorry, aber guck mal, das bitte an. Geil. Sieht aus wie ein gestrandeter Pottwal. Geil. Ach ja, so hatten wir doch alle unseren Spaß. Ich denke, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Erfahrung für mich. Ich werde es so schnell nicht wiederholen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt ihm einen dicken Daumen hoch und ich hoffe, euch hat auch die Reihe mit Gangster gefallen. Wir werden sie, ohne Stippoldi, fortführen mit unserem neuen Volti-Pferd. Und wer das ist, seht ihr beim nächsten Volti-Video. Tschüss!